Da war einer bei Freeletics, der hat mir erzählt, er sei 150 Kilometer Fahrrad gefahren mit 2.500 Höhenmetern. Ja. Habe ich ihn ausgelacht und habe gesagt, du veräppelst nicht, das kann man nicht machen als Mensch. Das ist ja schon mit dem Auto voll lang. Ich weiß noch ganz genau, dass die mich immer angepöbelt haben, dass ich im Wind fahren soll. Ja, genau. Und ich habe das aber ganz brav immer gemacht, weil ich dachte, ach, die Armen, die können bestimmt nicht mehr, jetzt muss ich voll im Wind fahren. Und irgendwann sagt er dann, ey Foxy, es geht um Gold, es geht um Gold. Die sind so ausgerastet, als sie gehört haben, dass ich die Bundesliga gewonnen habe, kam ich so rein in den Klassenraum, zählt so einer ganz leise an. 1, 2, 3 und dann brechen alle so voll ins Jubeln und klatschen. Ey, wie geil. Das war so süß. Welche Klasse? Das war eine 6. Okay. Menschen und vor allem Sportfans lieben Underdog-Geschichten. Das fing bei David gegen Goliath an und erst kürzlich mit dem Vuelta-Sieg von Sepp Kuss haben wir ein weiteres prominentes Beispiel für dieses Phänomen bestaunen dürfen. Bei uns, hier in Deutschland, gab es übrigens noch eine viel bessere Underdog-Geschichte. Und zwar die von unserem heutigen Gast. Katharina Fox ist nämlich gleich nach der Biostunde mit der LFA Vize-Deutsche Meisterin im Zeitfahren geworden. Über ihren Spagat zwischen dem Lehrerinnenalltag und dem Profiradsport hat sie zwar schon ein paar Interviews gegeben, aber ich hoffe, dass ich meine ehemalige Position als Lehrerliebling nutzen kann. Katharina, komm doch mal ran und dann darfst du uns verraten. Servus erstmal. Hi. Hi. Wo wir heute sind und wohin du uns ausführst. Ja, jetzt gerade stehen wir hier am schönen Rhein. Rheinradweg, ganz prominenter Radweg. Bei einigen Freizeit- und auch ja, Rennsportlern. Ja. Ich wohne aktuell in Mainz und wir sind hier in einem Vorort von Mainz unterwegs. Dann würde ich sagen, wir schwingen uns auf die Räder und gucken uns mal den Rheinradweg an. Waren wir noch nicht. Los geht's. So. Frage, die ist mal ganz ungewöhnlich. Kannst du dich noch an deinen ersten 100-Kilometer-Ride erinnern? Und wenn ja, wie lange ist das her? Das war leider nicht der allererste. Mein allererster oder meine allererste lange Ausfahrt auf dem Rennrad waren 97 Kilometer. Und da habe ich gedacht, oh, eigentlich könnte ich jetzt noch die 100 voll machen. Aber ich habe keinen Bock mehr und ich bin müde. Und du bist mit einer 100 reingestartet in deine Rennradlaufbahn. Mit einer 97,1. Ja, das zählt ja. Du musst ja plus minus von GPS, Tacho oder sonst irgendwas mit einrechnen, dann zählt das schon. Dann sagen wir, war es die allererste Rennradfahrt. Und wann war das? 2018 meine ich, im April. Okay, so rum. Also das heißt, du hast relativ spät angefangen mit dem Radsport, dafür, dass du jetzt auf dem Niveau fährst. Hast du familiäre Vorbelastung oder wie bist du zum Radsport gekommen? Also ich habe das Gefühl, dass in der Familie die Gene nicht ganz so schlecht sind. Ja. Aber ja, Leistungssportler ist niemand. Meine Eltern oder mein Papa, der ist früher auch mal ganz gut so gelaufen, aber immer hobbymäßig, nie das so richtig verfolgt. Ja. Ich komme halt vom Dorf, da ist auch die Infrastruktur nicht so gut, was jetzt sportliche Betreuung und Vereine betrifft, angeht und so. Ja, und dann findet man auch einfach nicht in den Leistungssport, aber... Ja. Okay, also das heißt, du bist zum Radsport gekommen durch Uni oder Freunde oder... Ja, da hat mehreres zusammengespielt. Also ich habe dann... Es hat schon immer richtig Bock, irgendwie Sport zu machen und auch so die Grenzen auszutesten. Und dann war ich irgendwie immer im Sommer bei Freeletics und im Winter war ich Langlaufen. Okay. Ich habe in Freiburg studiert. Ganz gängig für Langlauf, ja. Ja, genau, es war echt perfekt. Aber mir hat halt so... der oder mein Sport für den Sommer gefehlt. Und ja. Da war einer bei Freeletics, der hat mir erzählt, er sei 150 Kilometer Fahrrad gefahren mit 2.500 Höhenmetern. Ja. Habe ich ihn ausgelacht und habe gesagt, du veräppelst nicht, das kann man nicht machen als Mensch. Das ist ja schon mit dem Auto voll lang. Und dann gleich erste Tour bei 97. Ne? Also so weit war das ja dann eigentlich gar nicht weg. Ja, nee, also erstmal, das war ein halbes Jahr davor oder so. Okay. Und dann... Das ist so verrückt, eigentlich will ich das gerne auch mal machen. Okay. Und dann war ich im Winter langlaufen wieder und voll viele Leute da haben gesagt, dass sie eigentlich Radfahrer sind. Aha. Und Langlaufen nur so als Ausgleichssport machen. Oh, hier kommt der erste Hubel.
Dann habe ich gedacht, dann kann der Radsport ja gar nicht so verkehrt sein eigentlich. Ja, ja, und dann habe ich so mein Studentengehalt, was ich im Sportgeschäft verdient habe, zusammengekratzt und mir ein Rennrad gekauft. Nicht schlecht, dann warst du auf einmal drin. Wenn du keine familiäre Vorbelastung hast, ich habe mich so ein bisschen daran zurückerinnert. Also bei mir war es halt so, mein Cousin hat mir extrem geholfen, mich am Anfang Lizenz lösen, bei Radnet irgendwelche Rennen raussuchen. Mir sagen, dass es ganz normal ist, dass man sich vor einem Rennen irgendwo mitten auf dem Marktplatz nackt ausziehen muss, um in den Renneinteiler reinzukommen. Ja. Hast du das alles alleine gemacht, dich durch diesen Dschungel da geklickt, oder hast du dann irgendwie schnell einen Verein oder sowas? Nee, das war so. Also ich bin eine Saison einfach nur so aus Spaß gefahren, immer alle Schwarzwaldberge so schnell wie es geht und so weiter mit ein paar Jungs. Hab dann im ersten Winter, in dem ich schon Rad gefahren bin, dann quasi einen sehr guten Kumpel kennengelernt. Also da habe ich den das erste Mal gesehen und direkt beim ersten Mal hat er erzählt, dass er in einem Mountainbike-Team fährt. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt, oh, du fährst im Team, das ist ein richtiger Profi. Also war nicht jedermann so ein damals so auch mal einen in der Schule erzählt. Ich bin ein richtiger Profi. Ja. Nee, aber das hat mich mega beeindruckt. Dann habe ich gesagt, oh, so Rennen fahren, da hätte ich schon auch mal Spaß dran. Und dann hat er gesagt, ja, es ist nicht so schwer. Du musst nur das und das und das machen. Und der hat mich dann halt so ein bisschen an die Hand genommen. Ja. Und gesagt, ja, also wenn man trainiert, muss man auch Intervalle fahren. Und hat mir dann erklärt, was man da so machen kann. Und dann bist du nach und nach reingerutscht. Ja, dann bin ich ein Jahr als Einzelstarterin gefahren. So kleine Kaiserstuhl-Lizenzrennen und Da habe ich direkt eine Frage zu. Eine Freundin von mir ist vor so 3 Monaten ihr erstes Amateur-Damenrennen gefahren. Ja. Und hat auch gut funktioniert und so, ist im Hauptfeld angekommen. Aber die war komplett schockiert vom Umgangston in so einem Radsportfeld. Wie war das bei dir beim ersten Rennen? Kamst du da gut klar, oder? Ich weiß noch ganz genau, dass die mich immer angepöbelt haben, dass ich im Wind fahren soll. Ja, genau. Und ich habe das aber ganz brav immer gemacht, weil ich dachte, ach, die Armen, die können bestimmt nicht mehr, jetzt muss ich vorne im Wind fahren. Das ist aber nicht weil schlecht. Ich das so brav gemacht habe, waren keine... die auch nicht böse zu mir. Okay, okay. Ja, 2021 bist du dann auch gleich dein allererstes UCI-Rennen gefahren mit der Lotto Thüringen Ladies Tour. Die ist ja immer relativ früh im Jahr. Ja. Dann auch. Und da habe ich mich gefragt, das Gleiche, was man so hat beim allerersten Rennen, hat man ja eigentlich nochmal, wenn man sein erstes UCI-Rennen fährt. Also die Pelotons sind einfach größer, die Konkurrenz ist eine ganz andere. Wie bist du da klargekommen? Ja, also das war natürlich schon wild, eigentlich so im ersten richtigen Rennjahr. Ja. Ich bin sonntags bin ich mein allererstes Bundesliga-Rennen in Karbach gefahren. Ja. Und dienstags war die erste Etappe in Thüringen. Als da wirklich so schöne Premierenwoche abgespult. Ja, ja, Kopfsprung ins kalte Wasser. Aber irgendwie, ich habe das gar nicht schockierend in Erinnerung. Okay. Und ich hatte auch nicht so Angst davor, weil ich wusste gar nicht so genau, was auf mich zukommt. Das ist immer ganz gut. Das habe ich jetzt auch schon so immer noch so ein bisschen, dass ich denke, ach ja, es kommt, wie es kommt und ich mache einfach das Beste draus. Und also gehe da so ein bisschen unbedarft dran und bin damit auch bisher ganz gut gefahren. Ich glaube tatsächlich, dass du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass gleich bei deiner ersten Thüringen-Rundfahrt, weil du hast ja natürlich so einen markanten Namen mit Katharina Fox. Ja. Und auf der zweiten Etappe bist du, glaube ich, ein relativ langes Solo gefahren oder warst eine Zeit lang alleine vorne. Ja, genau. Und da bist du auch so das erste Mal in meinem Blickfeld, sag ich mal, gerade, sodass ich das irgendwie wahrgenommen habe. Ja. War das für dich auch so der Moment, wo du gedacht hast, okay, scheinen hier irgendwie Talent für diese komische Sportart zu haben? Ja, also ich wusste natürlich von Beginn der Attacke an bis zu deren Ende, dass ich damit jetzt nichts bewirke oder so. Ja, klar. Sondern einfach nur ein bisschen rumstänke, aber das war unser Job als Amateurteam in dem Profifeld. Und ja, als ich da vorne gefahren bin, das war so ein krasses Gefühl für mich. Ich habe gedacht, also man ist ja schon voll am Anschlag, wenn man da vorne alleine raus ist. Und
Dann lassen wir uns so einen Schwanken zwischen, boah, ich kann nicht mehr, es ist sau anstrengend und einer totalen Euphorie mit Tränchen in den Augen, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, das passiert gerade nicht wirklich. Geil. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, du hast ja dann zu dem Zeitpunkt noch studiert und wenn man so Student ist, da sagen die Leute immer, man hätte nicht so mega viel zu tun, aber ich meine, ein bisschen was ist es ja dann schon. Klar, man ist zeitlich flexibel, aber da ist der Plan ja auch schon vollgepackt. Würdest du denn sagen, du hast den Sport damals schon von Anfang an auch professionell betrieben? Also wenn ich jetzt dein Mitbewohner gewesen wäre, hätte ich ja gesehen, okay, bei der Katharina, da ist die Ernährung jetzt irgendwie ein bisschen anders oder die ist halt viel weg auf dem Rad oder war das, würdest du sagen, noch Hobbysport für dich? Nee, das war schon eigentlich noch ein Hobby. Ja. Aber ich habe dann auch mit dem ersten Team das erste Mal einen Trainer gehabt und habe dann angefangen, strukturiert zu trainieren. Okay. Aufs Essen achte ich bis heute nicht so sehr genau. Sehr gut, das macht darüber auch keinen Spaß, kann ich nicht empfehlen. Das darf man nicht zu laut sagen. Das ist einfach Lebensqualität. Ja. Ja, ach, ich weiß nicht, so richtig als Profi oder krasser Radfahrer fühle ich mich bis heute nicht. Es ist halt einfach was, was ich sehr gerne mache. Und ja, dann ist man irgendwann an dem Punkt, dass man es perfektionieren möchte, wenn man sieht, dass man einigermaßen erfolgreich ist. Und ja, euer Team ist dann von nur Max Solar zu Max Solar Rose geworden 2022. Und ihr seid dann gleichzeitig auch aufgestiegen zu einer Kontinentalmannschaft. Genau, ja. Das ist ja dann, so wie das im Männerbereich auch ist, semi-professioneller Sport, kann man sagen. Also ich sage immer, man trainiert wie die Profis, man fährt Rennen mit ihnen, aber man verdient nichts. Ja, und, das ist auf den Punkt. Ja, genau. Und du bist ja gleichzeitig, ich meine, ich weiß nicht ganz genau, wann du ins Referendariat gegangen bist oder wann du dann fertige Lehrerin warst, aber es hat sich ja so ein bisschen überschnitten, nehme ich mal an, mit deiner finalen Ausbildungsphase als Lehrerin. Ja. Wärst du den Schritt auch alleine gegangen? Also hättest du gewechselt in ein Conti-Team oder war das jetzt einfach eine glückliche Fügung, weil ihr als Team den Schritt gegangen seid? Ja, es war eine glückliche Fügung auf jeden Fall, weil ich habe mir gesagt, zum Ref kann ich gar keinen zusätzlichen Stressfaktor gebrauchen. Ja. Ich bleibe in meinem Team, da fühle ich mich wohl. Und dann passt es so. Und dann sind wir aufgestiegen, das war natürlich perfekt. Ja. Ja, mit dem Ref dann parallel. Also gerade jetzt die Endphase. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor selbst mehr als erstaunt, wie diese Saison lief, weil ja, das Ref. Einige Leute haben schon davon gehört. Die Leute, die davon betroffen sind, beschweren sich immer nur. Ja, und also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ja, also ich höre ja immer nur die Geschichten aus meinem privaten Umfeld. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da so Bock hätte, noch nebenbei 25 Stunden zu trainieren. Hast du in der Zeit auch mal gedacht, boah, hätte ich das mal besser nicht gemacht? Oder war das immer so, nee, komm, das ist mein Ziel, ich ziehe das jetzt durch? Nee, eigentlich habe ich das zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt. Also es war manchmal richtig hart, dann aufs Rad zu steigen, aber ich habe jedes Mal danach immer wieder gemerkt, dass es richtig gut war, aufs Rad zu steigen, weil der Kopf dann viel freier war wieder und es einfach ein Ausgleich ist. Und ja, man identifiziert sich über den Radsport und man identifiziert sich dann nicht so über die Unterrichtsstunden, die man macht und die man eventuell auch mal verkackt hat, weil aller Anfang ist schwer. Ah, okay. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld ein paar Interviews mit dir angeguckt und du wurdest immer viel gefragt, ja, wie krass ist diese Doppelbelastung und so, die Frage, die ich jetzt auch gerade gestellt habe. Ja. Aber es kann sich ja auch so ein bisschen gegenseitig befruchten, weil als ich mein Studium zum Beispiel angefangen habe, da war das dann für mich so, dass ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt im Radsport nicht klappt, ich mache ja was nebenher. Aber du würdest eher sagen, dass du dich über den Radsport identifiziert hast und nicht über die Noten im Ref und dass dir das so geholfen hat. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, ja, ich kann das nicht so gewichten. Es war mir schon auch total wichtig oder immer ein primäres Ziel, das Ref gut abzuschließen, weil das ist letztendlich das, womit ich mein Geld verdiene. Und ja, warte mal ab. Schauen wir mal. Und da einfach was einen soliden Abschluss in der Tasche zu haben. Okay. Aber ja, gefühlsmäßig ist dann immer noch mal eine andere Frage. Ja, dann lass
lass uns mal noch über das sprechen, was quasi unvermeidlich ist, auch wenn du es schon ein paar Mal getan hast. Dieses Jahr, 2023, gab es irgendwann mal deutsche Meisterschaften. Und die deutschen Damenzeitfahrmeisterschaften, die fanden freitags statt. Und ja. Jo, du bist da ganz gut gefahren. Ich würde dir jetzt einfach mal das Wort übergeben. Was ist passiert an dem Tag und vor allem, wieso konntest du überhaupt da sein? Freitags ist doch eigentlich Schule, oder? Ja, gute Frage. ich bin zum Schulleiter gegangen und habe gefragt, ob er mich netterweise beurlaubt für den Freitag, weil ja, die deutschen Meisterschaften waren schon mein Saisonhöhepunkt eigentlich oder einer meiner Saisonhöhepunkte. Und da war es mir wichtig, daran teilnehmen zu können. Und das hat er netterweise gemacht. Bin ich donnerstags in den Südschwarzwald gereist. Und deine Schüler haben sich gefreut, weil sie Vertretungsunterricht hatten. Genau. So wie das immer ist. Genau, und dann stand ich da freitags an der Startlinie und habe das Beste gehofft für den Tag. Also ich wusste, dass Zeitfahren mir liegt und dass ich schon realistische Chancen auf Top 5 habe. Rechts. Top 3 dachte ich, wäre ziemlich cool, ja. Aber ja, muss jetzt nicht sein. vor allen Dingen, weil ich mir 3 oder 4 Wochen davor in der Thüringen-Rundfahrt Steißbein gebrochen habe. Ja. Das hat mir die Vorbereitung ziemlich erschwert und ich dachte, ja, schauen wir mal, was so geht. Ging dann ganz schön viel, ne? Es war am Ende ja auch wirklich nur eine Sekunde auf Platz 1, oder? Ja, 0,9. Wenn da das Steißbein nicht kaputt gewesen wäre, aber ja, diese Hätte-Wenn- und Aber-Geschichten, die wollen wir jetzt mal gar nicht anführen, aber also du hast gerade schon gesagt, also mit einer Erwartung von einer Top 5 eventuell bist du schon reingegangen. Aber trotzdem, wenn man da irgendwie so donnerstags noch Schule hat und da anreist. Ja. Also hatte ich das nicht ein bisschen, also keine Ahnung. Ich finde es schon irgendwie so, ja, dann bist du mal auf einmal Vize-Deutsche Meisterin, steht da auf dem Podium mit halt gestandenen Profis. Ja, das war ein richtig krasses Gefühl. Also ich bin gefahren, man hat ja mal Funk im Ohr. Christian, der sportliche Leiter und Trainer, ist hinter mir hergefahren. Hatten wir mal die Kurven angesagt und wir hatten natürlich auch so einen Plan, wie wir das Pacing machen. Hatten wir nochmal angesagt, bei den Zwischenzeiten meinte dann irgendwann so, Foxy nennt er mich auch. Ja. So Foxy, jetzt kommt unser Part, jetzt dreh auf. Und dann habe ich halt aufgedreht und habe gedacht, oh, das ist schon anstrengend. Hast du ein paar Meter dran am Rad gehabt? Ja, ja, klar, also Zeit fahren muss. Ja, okay, also. Und ich dachte, oh, tut schon weh irgendwann. Dann sagt er, Fox, heute geht's um alles, heute geht's um alles. Ich sag, ja, habe ich mir so gedacht, ja, ich weiß, aber es tut trotzdem weh. Und irgendwann sagt er dann, ey, Foxy, es geht um Gold, es geht um Gold. Und dann habe ich mega Gänsehaut bekommen. Ja, glaube ich. Fahrrad, obwohl ich grau war, aber dafür hat es noch gereicht. Und dann habe ich Gas gegeben, ja. Ja, mega geile Geschichte. Ja, dann fährt man halt über die Ziellinie und weiß gar nicht, wo man jetzt steht. Ich bin ja auch nicht als Letzte gestartet. Da sind noch die anderen Favoritinnen alle hinter mir gestartet. Ja, habe ich irgendwie so gewartet und dann kam jemand und hat gesagt, ja, du bist auf 2. Danke. Mit 0,9 Sekunden. Und dann habe ich gefragt, ja, wie viele kommen denn noch? Es kommt niemand mehr. Geil. Und dann bin ich komplett ausgerastet und habe erst angefangen zu weinen. Ich bin halt einfach durch diesen Zielbogen gerauscht und dann rechts ums Eck gefahren, habe mir eine Flasche Wasser geschnappt irgendwo. Man hat ja auch weder was zu trinken noch was zu essen dabei auf dem TT. Also was zu essen kann man schon mitnehmen, aber ja. Oder man könnte auch was zu trinken mitnehmen, aber habe ich halt nicht gemacht. Ja. Und musste erst mal wieder klarkommen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das auch häufig, wenn ich mich so richtig, richtig leer fahre. Ja. Dass ich dann echt auch nah am Wasser gebaut bin. Ja. Also ich muss dann echt erstmal kurz chillen und ein bisschen runterkommen. Ein bisschen runterkommen, genau. Und dann kann ich nicht da direkt mich neben die Ziellinie stellen. Und ja, sprich auf jeden Fall dafür, dass du auf sehr, sehr tief gehen kannst, würde ich jetzt mal so behaupten. Was du auch auf jeden Fall kannst, ist Interviews geben, weil nach dem Vize-Deutschen Meistertitel, ich habe wirklich bei meiner Vorrecherche diverse Interviews mit dem SWR zum Beispiel gefunden, hatte ich das Medienecho eigentlich ein bisschen überrascht danach
Oder dachtest du so, ja gut, ich bin jetzt halt auch Vize-Deutsche Meisterin, jetzt sollen sie mal kommen hier? Wie meinst du, Medienecho, dass sie mich interviewt haben und ja, ich mit zur Pressekonferenz durfte? Also, ja, so weit, ich glaube, du warst bei einer SWR-Sendung hier, Kaffee so, oder Tee warst du zum Beispiel. Dann gibt es noch einen anderen Beitrag beim SWR über dich. Hat dich das überrascht oder dachtest du dir, nee, ist halt normal, ich bin jetzt halt auch Vize-Deutsche Meisterin? Nee, überrascht hat es mich nicht, weil mir war schon bewusst, dass in meiner Heimat niemand so ganz genau weiß, was ich da mache auf dem Fahrrad. Ja. Und wenn dann auf einmal ein Eifelmädchen so eine Leistung bringt, dass dann die ein oder anderen Medien interessiert sind, das fand ich jetzt nicht so erstaunlich. Es hat mich aber auch sehr gefreut, dass sie so offensiv auf mich zukamen und mir da die Chance gegeben haben. Ja, durch das ganze Medienecho und auch durch so einen Vize-Deutschen Meistertitel. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich finde so, wenn man Radsport auf einem hohen Niveau betreibt, dann spiegelt sich für Außenstehende dieses hohe Niveau ja gar nicht immer so wider. Weil, also wenn du jetzt zum Beispiel 20. bei einer Thüringen-Rundfahrt wirst oder, keine Ahnung, ich jetzt in meinem Fall werde irgendwie 17. bei irgendeinem anderen UCI-Rennen, dann ist das ja in unserer Welt total krass. Ja. Aber für einen Außenstehenden denkt man so, ja gut, die fährt irgendwie viel Rad, wird dann halt irgendwo so 17. oder so. Hat das in der Außenwahrnehmung bei dir auch was geändert, dieser Titel? Dass die Leute gedacht haben, okay, die macht das wohl wirklich, die ist halt krass. So. ich glaube, bei einigen schon. Weil so eine nationale Meisterschaft hat halt einfach einen krassen Stellenwert. Und was auch erstaunlich positiv wirkt, sind die Bundesliga-Siege. Also meine Schüler sind eigentlich so der beste Spiegel. Die sind so ausgerastet, als sie gehört haben, dass ich die Bundesliga gewonnen habe, kam ich so rein in den Klassenraum, zählt so einer ganz leise an. 1, 2, 3 und dann brechen alle so voll ins Jubeln und klatschen. Ey, wie geil. Das war so süß. Welche Klasse? das war eine 6. Okay. Genau, und das war aber, das letzte Bundesliga-Rennen, das war ja der Riderman und das war auch gerade nach meiner Rückkehr bei der EM. Ja. Rückkehr von der EM so. Und ja, für mich saß dieses EM-Erlebnis noch so tief und keine Ahnung, da beim Zeitfahren 11. zu werden, das war für mich subjektiv viel krasser fast als dieser Bundesliga-Sieg. Es war einfach so eine turbulente Woche. Ja. Ich glaub, und die Schüler, die haben aber primär halt diesen Bundesliga-Sieg gefeiert. Obwohl du ja dann auch quasi noch der Nationalfuchs geworden bist. Hast du gerade schon angesprochen, du bist EM Zeitfahren und Straßenrennen gefahren. Ja, stimmt. Und dann bist du vom Straßenrennen bei den Europameisterschaften nachts dann noch irgendwie rüber nach Bad Dürheim geheizt, oder was? Das war so wild. Ja, ich bin um 19 Uhr da losgefahren. Ja. In den Niederlanden. Hatte 8 Stunden Fahrt. Ehrlich? Musste zum Glück nur bis Mainz fahren. Hier hat mich dann Christian, der Sportleiter, abgeholt. Weil ich habe gesagt, ich kann nicht 8 Stunden am Stück nach so einem Rennen fahren. Das geht einfach nicht, da schlafe ich ein. Hat er gesagt, ja okay, dann machen wir einen Deal. Du kommst, aber ich komme dich dafür dann in Mainz abholen. Und dann bin ich halt die 4,5 Stunden oder 5 Stunden nach Mainz gefahren und er hat mich abgeholt, das war dann okay. Ja, 8 Stunden Autofahrt scheint auf jeden Fall eine gute Vorbereitung zu sein. Du hast ja dein Solo gewonnen am nächsten Tag. 5 Stunden Schlaf, Premium. Scheint sehr gut funktioniert zu haben. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal die Frage, die vielleicht auch die ganze Zeit so ein bisschen im Raum steht. Du hast jetzt wirklich gute Ergebnisse, du hast die ganze Zeit eine ansteigende Ergebniskurve. Letztes Jahr war mit Sicherheit der Höhepunkt. Du bist jetzt aber, hast eine 80%-Stelle als Lehrerin, hast du gerade eben gesagt. Aber trotzdem, also es ist ja, man fragt sich doch trotzdem wahrscheinlich die ganze Zeit, okay, wie gut könnte ich sein, wenn ich halt einfach mal nur Fahrrad fahre? Natürlich fragt man sich das ja. Wo ist die Grenze, wenn man mal richtig regenerieren kann? Ja. Ich glaube, das richtig Trainieren ist nicht mal der Hauptfaktor, sondern eher das richtig Regenerieren. Also würde mich sehr interessieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Marc Solar einen Topf mit Gold finden würde oder irgendwie nächstes Jahr ein Team anklopfen würde oder sowas, du würdest den Schritt schon gerne einfach mal ausprobieren. Ich müsste auf jeden Fall drüber nachdenken, weil ich auch sehr, sehr gerne Lehrerin bin. Ja. Und
Ja, also dieses auf zwei Hochzeiten tanzen, das ist schon auch sehr reizvoll. Aber es hat natürlich auch seinen Reiz, mal die Grenzen auszutesten. Wenn man schon mal in der komfortablen Situation ist, überhaupt da oben mitspielen zu dürfen. Ja, und also ich mache das ja jetzt auch noch nicht so lange, also fest im Radteam und strukturiert trainieren. Das läuft jetzt seit gut 3 Jahren. Ist halt die Frage, wo man da noch hinkommen kann. Das ist immer die Frage im Sport. Aber ich kann dir sagen, deine jetzt fürs neue Jahr Teamkollegin Nele Laing, ich werde jetzt der nächste Teamkollegin von dir. Genau. Mit der haben wir mal, glaube ich, letztes Jahr auch ein Video gedreht und jetzt zack ist sie bei dir Teamkollegin. Also vielleicht geht es dann für dich dann irgendwann auch den einen Schritt höher, der GCN auf Deutschfaktor zündet. Ich habe noch eine unseriöse Frage zum Schluss. Okay. Wir kommen ja gerade aus der Offseason. Ja. Bist du eher Typ Saufi-Saufi oder Füße hoch und viel Kaffee? Kaffee, immer Kaffee. Okay, okay. Und wie lange hast du? Mal so, mal so. Je nachdem, wie die Stimmung gerade so ist. Okay, verstehe ich. Wenn aber der Winter schon hart ist, dann eher der Alkohol. Du musst ja auch mal leben. Ja, ne? Stimmt. So, dann dadurch, dass du heute arbeiten musstest, ist es jetzt schon, man sieht's, ziemlich spät geworden. Und irgendwann willst du auch mal Feierabend haben. Deswegen würde ich sagen, wir sparen uns heute den sonst üblichen Kaffee-Stop. Schade, aber ja. Würdest du mir trotzdem noch ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Ende beantworten? Selbstverständlich. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns gleich mal ein ruhiges Fleckchen Erde und dann darfst du den wohlverdienten Feierabend radeln. Das klingt gut. Anstatt Kaffee muss heute hier die Mauer herhalten. Vielleicht schaffe ich einen fließenden Übergang vom Fahrrad auf die Mauer. Guck mal. Wow. Profimäßig, oder? Ja. Sehr gut. Alles klar, dann gibt es jetzt zum Abschluss die klassischen Entweder-Oder-Fragen. Bevor es zu kalt wird, bist du bereit? Bin bereit. Sehr gut. Rausfliegen aus der Kurve oder aus dem Klassenzimmer? Aus dem Klassenzimmer. Weiße oder schwarze Socken? Weiße Socken. Wollering oder Kopecky? Kopecky. Wout oder Mathieu? Wout. Das ist eine Frechheit. SC Freiburg oder Mainz 05? SC Freiburg. Rosen oder Tulpen? Schwere Frage. Tulpen. Nutella mit oder ohne Butter? Gar kein Nutella. Radladen oder Selbstschrauben? Selbstschrauben. Am Schulkiosk. KitKat Chunky oder Schnitzelbrötchen? Kicker-Chucky habe ich noch nie gehört. Schnitzelbrötchen auf jeden Fall nein. Verdammt. Fuchs oder Hase? Fuchs natürlich. Sieg mit Sturz oder P10 ohne Sturz? Sieg mit Sturz. Feldberg im Taunus oder Feldberg im Schwarzwald? Schwarzwald auf jeden Fall. Bio oder Geografie? Oha, das ist schwer. Mal so, mal so. Zählt. Nach dem Rennen Cola oder Fanta? Cola. Lehrerliebling oder Klassenclown? Klassenclown. Alles klar, danke schön. Ja, das war's auch schon. Vielen, vielen Dank, dass du mitgefahren bist. Ich danke. Eigentlich müssen wir jetzt nur die letzten Kilometer Richtung Mainz radeln und dann sind wir ja beide zu Hause. Dauert nicht lang. Ja. Kriegen gut, wir hin. Alles klar. Dann danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zur nächsten Runde. Bis dann, tschüss.